Ich lief die Treppe hinauf, schlich in Lilas Zimmer und klaute ein dunkelrotes Seitentuch aus der umfangreichen Tüchersammlung, die an einer Stange innen an der Tür hing. Ich war schon ganz aufgeregt. Ich hatte mir etwas ausgedacht, um Leon von seiner Feuerbacher Mieze, meine Kollegin, abzulenken. Heute würden wir mal nicht reden. Das hatte auch den Vorteil, dass mir nichts Beziehungsgefährdendes herausrutschen konnte, wie am Samstag spiele ich übrigens Tareks Verlobte. Stattdessen würde ich einen kleinen Soft-Porno vor der Kamera abziehen. Das war ja das Schöne am Skypen, dass man sich auch sehen konnte. Wir hatten die unbegrenzten Möglichkeiten der neuen Technologie noch längst nicht ausgereizt. Wir saßen immer nur brav vor dem Bildschirm. Da ich noch nie einen Porno gesehen hatte, überlegte ich, ob ich mir erst im Internet einen anschauen sollte, um ein paar Anregungen zu bekommen. Ich wusste jedoch aus Erfahrung, wie ich Leon so in Stimmung bringen konnte, dass er sich in mein Bett wünschen, Wushi verfluchen und das Feuerbacher Zuckerle sofort vergessen würde. Schließlich war er ein Mann, da konnte man doch auch als Laiendarstellerin punkten. Ich öffnete meinen Schrank und sah meine Unterwäsche durch. Leider besaß ich nichts, was auch nur im Mindesten an Reizwäsche erinnerte, weil ich in der kurzen Zeit mit Leon meist ohne Wäsche im Bett gewesen war. Meine Unterhosen waren mehr von der Sorte viereckig und verwaschen. Dessous oder Strapse besaß ich nicht. Vielleicht sollte ich das Ganze doch auf morgen verschieben und erst zum Beate-Use-Shop in der Marienstraße gehen. Aber einen String-Tanga konnte man ja ganz einfach selber herstellen, ohne dafür teures Geld auszugeben. Ich nahm meine am wenigsten verwaschene schwarze Unterhose von C&A und schnippelte drauf los. Es war gar nicht so einfach, die Kastenform in einen hauchdünnen Streifen Stoff zu verwandeln, ohne die Unterhose komplett zu zerlegen. Ich zog alle meine Klamotten bis auf meinen Push-Up-BH aus und schlüpfte in den Stringtanga. Bequem war das Ding nicht, wie es da zwischen den Pobacken klebte, aber bestimmt unglaublich sexy. Und so, dass ich einen Wahnsinnseffekt erzielen würde, wenn ich mir den Fetzen auf dem Höhepunkt meines Trips vom Hintern riss. Zum Tanga zog ich meine schwarzen Stiefel an. Ohne Leder, das ging gar nicht. Und dass die Absätze futsch waren, war ja egal. Dann malte ich mir die Lippen rot an. Wie üblich traf ich nicht so richtig, aber das würde den Porno-Effekt nur verstärken. Strapse basteln wäre vielleicht irgendwie gegangen, mit Wäscheklammern zum Beispiel. Aber die waren unten im Bad und das war mir zu riskant. Ich schielte etwas ratlos nach unten auf meinen Busen. Der war leider etwas flach geraten, aber das war ja kein Grund, ihn nicht aufzuhübschen. Vielleicht sollte ich mir doch noch im Internet Anregungen holen? Ich gab Flachbusen verführerischer machen ein und fand einen Anbieter, der Nipple-Covers verkaufte. Dabei handelte es sich um schwarze Lederteile für die Brustwarzen, in Herzchenform und mit Trotteln dran. Das sah ziemlich cool aus, bloß wie waren die befestigt? Bloß wie waren die befestigt? In der Küche hatten wir so Saugnapfhaken für die Geschirrhandtücher, die ständig von der Wand fielen, aber in der Küche saß Lila und trank Wein. Ich öffnete vorsichtig meine Zimmertür. Im Bad rauschte die Dusche. Super! Der kaputten Absätze wegen fiel ich beinahe die Treppe hinunter, schlich mich in die Küche, sammelte zwei Haken vom Boden auf und machte, dass ich zurück ins Zimmer kam. Einer der Saugnäpfe war grün und der andere durchsichtig. Leider hafteten die Teile auf meinen Brustwarzen genauso schlecht wie an der Wand. Ich machte ein bisschen Nivea-Creme drauf und dann hielten sie einigermaßen. Auf die Trotteln würde ich verzichten. Die Handtuchhaken an den Saugnäpfen waren schon scharf genug. Als nächstes hängte ich ein knallrotes T-Shirt über die Schreibtischlampe und das dunkelrote Tuch von Lila über die Nachttischlampe. Der Effekt war großartig. Pufflicht wie in der Tabu-Bar im Leonardsviertel. Dann kroch ich mit dem Computer unter die Bettdecke. Dort fiel mir ein, dass ich noch irgendetwas um den Hals brauchte, das nach Fesselspielen aussah, und krabbelte wieder hervor. Ich besaß selber keine Tücher und meine Winterschals hingen im Flur.
Ich schlich mich aus dem Zimmer heraus und ganz leise in Lilas Zimmer hinein. Unten ging die Badtür auf. Oh je, Lila durfte mich in diesem Aufzug nicht sehen. Ich zog den nächstbesten Schal vom Haken und sauste zurück in mein Zimmer. Blöderweise hatte ich keinen erotischen Seitenschal, sondern ausgerechnet... ausgerechnet Lilas Obenbleibenschal der Stuttgart 21 Gegner. Nach Kesselspielen sah der Schal aus giftgrünem Vlies zwar nicht unbedingt aus, aber egal, ich wickelte mir das Ding um den Hals. Damit würde ich nachher verführerisch wedeln. Leider besaß ich keine Peitsche. Ich öffnete Skype. Leon war schon online. Ich klickte seinen Namen an und schlüpfte wieder unter die Bettdecke. Nach kurzer Zeit tauchte ein Gesicht auf. Verschwommen erst, dann scharf. Hallo, mein Schatz. Line, bist du da? Line, ich kann dich nicht sehen. Stimmt was nicht mit deiner Verbindung? Ich habe kein Bild. Hallo, Leon. Ich hauchte und bemühte mich, meiner Stimme einen möglichst erotischen Klang zu geben. Ich war nicht Pipeline Pretorius aus Stuttgart, sondern Jackie the Stripper, die legendäre Porno-Queen aus dem Sündenpfuhl von Shanghai. Ich fühlte mich ganz anders als sonst. Ich fühlte mich großartig. Line, hörst du mich? Du klingst so dumm. Ich höre dich. Dann machte ich grollende Geräusche in meiner Kehle, wie eine sich anschleichende Löwin. Das würde die Spannung noch etwas steigern, bevor ich mit meiner Show begann. Line, ich höre nur Störgeräusche. Und der Bildschirm ist dunkel. Bist du da? Oh ja, ich bin da. Und wie? Ich hoffe, du hast den Vollbildmodus eingestellt, denn jetzt geht's los. Ich warf mit einer raschen Bewegung die Bettdecke weg, nahm den Laptop und fuhr damit langsam von den Füßen nach oben über meinen Körper, sodass die eingebaute Kamera eigentlich jeden Zentimeter von mir zeigen musste. Dazu machte ich leise stöhnende Geräusche. Wenn das Leon nicht antörnte, dann war er kein echter Mann. Line, hast du technische Probleme? Ich sehe nur Flecken. Irgendwas stimmt mit der Helligkeit nicht. Diesmal stöhnte ich laut, das war ja nicht zu fassen. Ich stellte den Computer auf den Tisch mit der Kamera Richtung Bett. Dann ging ich auf dem Bett in den Vierfüßlerstand, schnurrte wie eine Katze und wackelte mit dem Hintern. Dazu spitzte ich verführerisch die Lippen. Aus dem Lautsprecher kam nicht einmal ein Pieps. Wahrscheinlich kämpfte Leon schon mit kaum zu zügelnder Lust. Leon, bist du da? Kannst du mich jetzt sehen? Ich kann dich sehen. Ich traue nur meinen Augen nicht. Das klang vielversprechend. Ich wedelte mit dem Schalende, als sei es ein Lasso. Mit was wedelst du da? Fragte Leon interessiert. Mit Lilas Obenbleibenschal. Und was ist das auf deinen Brüsten? Nippelcovers. Naja, eigentlich die Haken für die Geschirrhandtücher aus der Küche. Super! Leon kicherte doch nicht etwa? Du sollst dich erregen, nicht lachen, rief ich. Ich lache gar nicht. Ich finde, du machst das großartig und weißt dein Engagement für unsere Beziehung sehr zu schätzen, aber ich muss leider gleich los und bin deshalb nicht so richtig entspannt. Engagement sehr zu schätzen? Das klang irgendwie ziemlich wissenschaftlich norddeutsch unterkühlt und nicht so, als würde Leon gleich vor wilder Lust explodieren. Meine Güte, was sollte ich denn noch machen, um den Kerl in Fahrt zu bringen? Ich setzte mich frontal vor die Kamera auf die Fersen, stützte die Hände auf die Oberschenkel und warf mich aufreizend in die Brust. Leider fielen dabei die Saugnapfhaken runter. Dann streckte ich Leon den Hintern hin, damit er den Stringtanga und das, was darum herum war, bewundern konnte, wackelte und fauchte dazu wie eine sibirische Tigerin. Weil ich keine Peitsche hatte, haute ich mir selber mit der Hand auf den Hintern.